What's up, liebe Freunde, und willkommen bei der weiteren Folge Until Dawn. Es geht weiter. Wir sollen den lieben Josh nämlich jetzt holen aus der Hütte. Da haben wir ihn allein gelassen, beziehungsweise Mike hat ihn allein gelassen, als er den Schrei gehört hat. Und ja, dieser liebe Mann hier, der hat uns besucht und geht jetzt mit uns mit und wird uns hoffentlich auch schützen oder helfen oder wie auch immer. Wir werden sehen. Und freut mich natürlich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und ich hoffe, dir gefällt der gesamte Kanal, dir gefällt dieses Projekt. Würde mich auch sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt. Wäre eine ziemlich coole Sache von dir. Und ich hoffe, du hast jetzt Spaß an dieser Folge. Ich habe es auf jeden Fall. Ich habe ja schon Spaß an diesem Spiel hier. Das macht schon Fun, du. Und ja, mal sehen, ob wir den lieben Josh noch retten können, ob es vielleicht auch schon zu spät ist und Josh vielleicht auch schon tot ist, was natürlich eine blöde Sache wäre. Ich hoffe es doch nicht. Er ist nicht ganz normal, der liebe Josh, was ich auch irgendwo verstehe mit der ganzen Geschichte mit Beth und mit Hannah. Ich verstehe es. Er braucht einfach Hilfe. Er hat Kacke gebaut, aber das bedeutet jetzt nicht, dass er deswegen sterben muss. Also, das muss nicht unbedingt sein. Wir sind gleich bei der Hütte. Das ist ja schon mal gut. Soweit finde ich jetzt aber... Ah, okay, hier ist... Können wir denn hier rein? Nö. Verdammt. Hier können wir mal nicht rein, dann gucken wir nach hinten. Was wir denn hier noch haben, ob wir vielleicht hier auch noch etwas finden. Keine Ahnung. Oh, nö, geht schon rein hier. Oh je. Oh nein. Verdammt, was soll das? Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bissen nach dem anderen. Zur Lodge, gut. Ja. Yes. Dürfte ein grausamer Tod sein. Wenn man sich das vorstellt, Freunde, das möchte ich nicht erleben. Aber Moment. Wir gucken jetzt trotzdem noch hier rein. Oh, krass. Auch wenn es vielleicht keine gute Idee ist, hier auch noch Zeit zu schinden. Aber ich will mich ja trotzdem noch umsehen, ne? Ja, sollen dabei draußen ein bisschen Wache halten. Und wir gehen da noch in den Raum hinein. Da funkelt uns nämlich auch etwas an. Was haben wir hier? Ach, das war die Attrappe. Die Verarsche von unserem lieben Josh. Hier ist dann soweit nichts mehr. Da geht es rauf. Können wir hier rauf? Nein, hier. Nö, hier ist nichts. Hier noch. Ach, vergiss es. Liebe. Ja, ja, ja. Wir können uns noch ganz, ganz gut daran erinnern. Okay, aber sonst ist hier eh nichts weiter. Auch hier hinten wird nichts sein. Denke nicht. Nö. Nö, Freunde. Okay, dann können wir rausgehen. Ich hoffe, er ist noch da. Aber ich denke... Ich denke schon. Ja, ich denke, hier wird sich das nicht geändert haben jetzt. Okay, raus mit uns. Folgen wir ihm. Und hoffen, dass hier kein Wendigo herumkommt. Ganz leise.
Oh, wir haben es geschafft. Das macht mich immer fertig. Lauf! Los, los, los! Großer Gott, was ist das? Zurück! Zurück! Gott verdammt! Wir sind zu leicht entschieden. Wir müssen weg hier! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay. Der hat uns jetzt nicht wirklich geholfen. Wow, 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 ganz knapp, ganz knapp. Ja, fick dich! Wir töten ihn dadurch nicht, aber zumindest schleudern wir ihn zurück. Scheiße! Seine Schrot ist nicht schlecht in diesem Sinne. So, aber ich denke mal, dass sie nicht ganz so viel Munition hat. Was ist das da oben? Alter, ich war zu spät, Freunde, ich war zu spät. Schmetterlingseffekt, unterbrechen wir einfach mal das. Ashley war um Chris besorgt, genau. Ashley hat die Tür geöffnet und Chris das Leben gerettet. Ach, das wird der voll gespoilert, ey. Oh Gott sei Dank, bitte lass mich rein, schnell. Oh mein Gott. Chris, oh mein Gott, was ist passiert? Wir müssen weg, das Ding war direkt hinter mir. Los, 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 los. Ja, direkt, das ist nur eine Glastüre. Boah, ist das hässlich, ey. Also, der hatte... Wer? Ah, das war George. Das war George, der oh da Gott, gerade Leute, gezogen wurde. Der Typ hatte gar keine Chance. Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfer-Typ? Ist er etwa oh, tot? Nein. Was passiert? Das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Oh Gott. Okay. Eigentlich den Kopf abgehackt. Ja. Fleisch ganz ist sicher. Jetzt nicht ganz Wonach richtig. Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ganz ehrlich, ja, das kommt ja hier nicht rein. Wie soll's denn hier reinkommen? Also ich denke schon, Schlüssel, dass man hier ziemlich sicher ist. Josh, er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll, toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike, es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist das? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl mit getrocknetem Blut überall, als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Was ist das? Ash,
Oh mein Gott. Es hat mich gebissen. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh. Ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat. Ich weiß, was ich jetzt denkt, und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Doch lächerlich. Er sagte, wenn man jemand anderen isst, oder nicht? Das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss. Dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also so hätte ich das aber nicht verstanden. Was? Sondern wenn ich jemand anderen esse. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn! Emily, du kannst nicht bleiben. Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich habe gesehen, was diese Bestien anrichten. Und ich will das nie wiedersehen. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da in Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow, okay. Wow, Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, M. Mike, bitte! Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Nein. Nicht für uns! Nicht, tu das nicht! Es tut mir so leid. Das machen wir nicht. Nee, Freunde, da bewege ich keinen Joystick. Auch wenn ich sie nicht mag. Auch wenn ich sie nicht mag, machen wir das auf keinen Fall. So, was haben wir denn hier noch? Mike steckte in der Zwickmühle. Okay. Und hier gebissen. Emily wurde gebissen und Mike hat Emily verschont. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Shit. Fuck, fuck. Beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Und dann okay. Ist es nämlich wirklich es immer noch früh genug, ne? Ich bin bald zurück. Na gut, wie geht es jetzt weiter hier? Was guckt sie so komisch? Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Der hat echt nicht lange überlebt. Wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Okay, einen Hinweis haben wir entdeckt. Tagebuch Kannibalismus. Gut, das gucken wir uns hier an. Ein Abschnitt des Tagebuchs über den Einfluss des Kannibalismus auf dem Wendigo-Fluch. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Halte dich an diese Worte, oder du wirst mit dem Tod bestraft. Und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen, wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist, Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon, von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über den Knochen. Okay, das ist aber für mich dann immer noch nicht das, wenn man gebissen wird. Also ich sehe das zumindest nicht so raus.
Nö, nö, dürfte nicht sein. Okay. Auch hier wieder ein Hinweis. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Cree. Oder Three, oder keine Ahnung. Ihre Schamanen erzählten Geschichten von einer großen Kreatur, geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Cree heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Cree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun, und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Cree sagen, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Was haben wir noch? Jetzt entdecken wir einiges. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegungen. Er ist ein Jäger, wie ein Falke. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen, bleib immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln können ihm nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer. Das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten. Einen Wendigo umzubringen, sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt, ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt, von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Einen nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Okay, also nicht töten. Wie viel haben wir denn hier? Ah, jetzt lesen wir etwas über den Biss. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems. Bündel von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaum. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der Cree entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Ja, das war genau das, was ich doch auch gesagt habe. Okay, das war's dann. Oh, oh nein, 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 was? Nein, nein. Jetzt darfst du dich entschuldigen. Das wird schon. Ja, claro. Hier steht, dass der Biss... wenn du dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. I'm sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Da steht was? Es wird nichts passieren. Ja, ich würde mich jetzt entschuldigen. Nichts, Mike hat mich fast erschossen, nennt ihr das nicht? Er hat nicht geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair, sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren wird. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Tut mir leid. Tut mir so, 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 so leid. Scheiße. Shit, shit, shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Okay, ja, na gut, die Fotze hat ihr wohl gehört, ne? Schadet ja auch nicht. Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben.
Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Sie haben mich verletzt und ich habe keinen verletzt. Sie haben mich verletzt. Ja, machen wir das. Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwestern. Sie hatten nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Es war nur ein Spiel, oder es tut mir so leid. Tut es ihm wirklich leid? Er hat nicht so gewirkt, ganz ehrlich. Er hat ziemlich verrückt gewirkt und er sieht es, glaube ich, auch nicht ein. Es war nur ein Spiel. Nur ein Spiel? Ich hoffe sehr für dich, Joshua, dass du Erlösung findest. Was bisher geschah bei Until Dawn. Oh mein Gott, Leute, Gott sei Dank! Wo wart ihr so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Er ist weg! Wir sind zu spät! Still! Halt! Nicht liegen! Sag Gott, was ist das? Ja. Oh Gott! Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Ich war da unten. Es war furchtbar. Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M! Mike, bitte! Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. Okay, das 9. Kapitel Karma. 2 Stunden bis zum Morgen. Okay. Jetzt mal kurz gucken, was denn hier sich wieder geändert hat. Hier bei Gebissen hat sich etwas geändert. Nämlich, Ashley war in der Zwickmühle und hat die Wahrheit erzählt. Und sonst noch irgendetwas Neues dabei? Nö. Das war's auch schon. Dann schließen wir hier. Ja, und bewegen uns wieder mit unserem lieben Mike. Mit dem spiele ich eigentlich sogar sehr gerne. Irgendwie mag ich ihn. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Und wie lange das Spiel auch noch dauert. Können wir hier wirklich nicht rein? Nö, also hier steht's an, okay. Okay, dann hier in diesen Raum. Was wir hier alles erkunden, ist schon, ja, nicht schlecht, ne? Und außerdem ist es ein cooles Spiel. Gefällt mir echt sehr gut. Wie sieht's aus mit einem zweiten Teil? Wäre eine geile Sache. Okay, hier gibt es nichts.
nichts, was ich finden würde, deswegen rauf hier. Rauf mit dir, lieber Mike. Und mal sehen, was es denn hier so gibt. Falls es etwas gibt. Okay, wir waren hier ja schon. Hier waren wir schon. Ich weiß jetzt nicht, wo er hingehen will. Liegt hier was? Ja, hier ist was. Oh, ein Totem. Das ist ein schwarzes Totem. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon, wie es aussieht. Deswegen hat es jetzt auch nicht mehr so gefunkelt. Okay, okay, okay. Was haben wir hier noch? Ich denke mal, wir haben das hier schon alles angesehen. Die Wundermänner, genau. Also hier einfach nochmal die Möglichkeit, sollten wir was übersehen haben, aber ich denke, wir haben hier eh alles. Das heißt, wir sollen hier rausgehen wahrscheinlich. Okay, wir wären richtig gewesen. Jo, mal gucken, mal gucken. Wir werden schon den Weg finden, den richtigen. Das... Heilige Scheiße. Warum denn heilige Scheiße und... Haben wir denn hier auch irgendetwas, was interessant wäre, dass wir reinkommen? Und stimmt, wo sind die Wölfe hin? Auch hier ist nichts mehr. Nö. Das ist alles nichts Neues mehr, Freunde. Gucken tue ich halt trotzdem immer wieder. In der Hoffnung, etwas zu finden, was noch interessant sein könnte. Da dürfte die Zigarre drin liegen, wenn ich mich nicht irre. Und hier haben wir eh nichts. Ja, das ist die Zigarre. Genau, auch nichts Besonderes. Gehen wir doch einfach mal raus. Können wir aber gar nicht. Ja, gehen wir rauf, ist ja egal. Dann mal rauf mit uns. Vielleicht können wir hier etwas machen. Ich weiß nicht. Waren wir hier herum eigentlich? Denke schon, gell? Ich denke... Ah ja, da konnte man... Okay, springen wir rein hier. Sehr gut. Jetzt sind wir hier drin, wo wir vorher nicht rein konnten. Was haben wir denn hier? Nur noch Mistgabel und Pöbel. Yeah. Okay, dann zünden wir doch mal an. Und die Waffe, funktioniert die? Oder nehmen wir die nicht mit? Die muss funktionieren, wenn ich mir das an Munition hier ansehe. Aber wahrscheinlich nur zwei, ja. Muss reichen. Ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen, ob das wirklich reicht. Wenn es ums Nachladen geht, ist es natürlich mit so einer Waffe problematisch. Denn ihr habt ja gesehen, wie schnell der Wendigo wieder steht. Aber es wird schon richtig sein. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Wir konnten ja hier hinten nicht raus. Jetzt weiß ich nicht, müssen wir den Weg wieder zurück? Oder können wir hier noch irgendwo vielleicht woanders hingehen? Ich weiß es wirklich nicht. Ah,
Okay, hier funkelt es. Da werden wir drauf schießen. Bam. Dankeschön. Oh, da ist ein Wolf. Und der Schmetterlingseffekt. Der Wolf führte Mike durchs Sanatorium. Ach, das, wenn ich da immer gleich reinschaue, dann werden wir gespoilert. Hey, obwohl ich dich aus Versehen getreten habe. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Ja, ist schon cool. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Okay. Hier ist der Plan. Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben, direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das hin? Könnt's nicht besser sagen. Oh, süß. Ich mag den. Okay, aber hier cutten wir die Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Wäre eine coole Sache von dir. Und somit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht. Tschüss.